Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mit dem ersten Alter im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Pokémon Go ist nicht tot. Jeder sagt, Pokémon Go ist tot. Yo, wer spielt das noch? Dies, das? Eine Menge Leute spielen das noch anscheinend. Denn August 2019 war der erfolgreichste Monat seit August 2016. Wir fangen das Jahr 2019 mit ein paar Knallern an. Einen habe ich schon. Endlich! Ich hatte das Gefühl, das war ein guter Tag. 23:87. Ist erscheinend. Junge! Mewtwo und ich so! So sind wir! Mann, Wachse! 1081 oder sowas. Wow! Wow! Digga, ich hoffe, ich hab das richtig in der Hand. Alter! KP, Attack, Defense! Da ist er! Junge! 100%! Der Zeittrick funktioniert nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, auf die Suche nach der Wahrheit zu gehen. Ich habe tagelang gesucht und recherchiert und geforscht. Überall, wo ich geschaut und gefragt habe, jeder hat gesagt, Maps sind tot. Maps kommen nie wieder. SOS! Es ist ein 100er Lichtblick angekommen. SOS! SOS! Ja, und was passiert? Es ist ein 100er geworden. Kann ich von der Liste erstmal streichen? Ich vergucke mich gerade nicht, oder? Digga, geschafft! Schauen wir mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wehe ist der Bug! Wehe! Wehe ist der Bug, wo es weiter runtergelaufen ist! Digga! Okay, wir müssen ihn erstmal fangen! Junge! Junge, nein! Erster Raid! Komm! Haben wir es echt geschafft? Heute läuft ganz gut. Wir haben auch noch einen Knackleon. Lapras und Knackleon brauche ich ja noch. Und beides recht selten. Oh, Digga! Laber nicht, Mann! Laber nicht! Ah ja, ist 4,99 für alle, die neu sind. Oh mein Gott! Digga! Weihnachtsmann, ich danke dir. Oh mein Gott. Ich kann nach Hause. Falls ihr es mitbekommen habt, ich habe 140 Millionen geknackt. 7 mal Level 40, 8 mal Level 40. Wir haben die 180 Millionen geknackt. 11 mal Level 40 erreicht, 220 Millionen. 240 Millionen EP, 12 mal Level 40. Es ist soweit, ich habe endlich die 260 Millionen EP geknackt. Wuhu! Spieletrend hat mich zerstört. Also er hat nicht nur gewonnen, er hat mich komplett zerstört. Little Echo, dieser Beat macht keinen Sinn. Das ist der King gegen ein Kind. Der Track ist wie ein Ding gegen dein Kind. Der Junge hat in 3 Wochen 40 Millionen EP gemacht. Alter, wie heftig ist das? Kleiner Vergleich. Alle One Piece Fans, die Anime-only sind, ihr könnt jetzt abschalten. Kleiner Spoiler. Ich warte mal ein paar Sekunden, bis ihr abgeschaltet habt. Also ich hatte mir den Kampf so vorgestellt, also das Battle, so wie Ruffy gegen Katakuri. Ich bin Ruffy, er war Katakuri, der übermächtige Gegner. Aber wenn ich mich ins Zeug lege und nicht aufgebe und da Gear 5 aktiviere, dann schaffe ich das schon. Hat sich herausgestellt, Spieletrend ist nicht Katakuri, Spieletrend ist Kaido. Und er hat mich einfach geone-shottet. One Hit und Ruffy war am Boden. Das war nicht mal annähernd Battle, das war einfach pure Zerstörung.
Ja, okay. Also den meisten gefällt es nicht. Zumindest lagen wir damit richtig. Wir reden ja immer über PvP, wie krass der Hype war und dann, wie es so richtig abgestürzt ist. Und eigentlich kriegen wir es immer nur schlecht. Deswegen wollte ich mal eine positive Seite. Und wen genau habe ich da am Start? Ich sag immer, mit Anführungszeichen, der beste Spieler Deutschlands. Mal schauen, ob er sich auch so selber nennt. Möchtest du das vorstellen? Ja, natürlich. Also, Carnifex bin ich aus Berlin. Ein paar kennen mich von Twitter und so weiter. Der beste Spieler sage ich nicht. Wir sagen einfach mal XP-Leader, genau. Weil bester Spieler ist immer so ein bisschen hochgegriffen. Ne? Und jetzt im Gegensatz dazu haben wir hier den Kollegen und der ist komplett free to play und seine Statistik ist krass. Ich meine, ich habe ein großes Projekt. Das ist die Deutschland-Tour. Leute, was geht ab, Leute? Hong hier in Nürnberg angekommen. Leute, was geht ab, Leute? Hong hier aus Schweinfurt angekommen. Alter, was geht ab, Leute? Hier aus Kassel. Das ist endlich passiert, Leute. Der letzte auf dem Weg nach Hause. Beziehungsweise wir fahren noch darauf, aber mein Gott, wie viel habe ich angeklickt? Ich bin der letzte aus München, Alter. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Leipzig. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Dresden. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus dem wunderschönen Berlin. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Hamburg City. Alter, das sieht echt heftig aus, Mann. Heftig. Oder ich soll das mal weiterreichen an Ente. Ich soll sie mal hier im Video dissen. Doppelsternshop ist noch nicht aktiv. Was ist da los, Ente? Hoffentlich wird es verlängert. Wenn nicht, dann ja. Traurig, Ente. Echt nur traurig. Angekommen im Miniaturmuseum. Der Kollege Andy hat uns auch direkt begrüßt. Und ich muss sagen, das Video richtig schnell hochgeladen. Dankeschön. Was geht ab, Leute? Haben wir in Bremen angekommen. Ich meine, ich durfte jetzt schon bei vielen sehr netten Leuten übernachten. Grüße gehen raus an Sharka und Saga und ja, und jetzt auch Marco. So. Ich muss das, glaube ich, hier zensieren mit meinem Finger. Mein Gott, hier auch. Ja. So. Sehr nett. Kühlschrank ist sogar gefüllt für mich. Ein paar Snacks. Ja, schauen wir mal, was in Bremen abgeht. Schon weh, 40.000. Ja. Ich habe jetzt auf der Tour ein bisschen Stopp gemacht, also das geht schon. Das ist ein Hunderter. Echt jetzt? Kann das sein? Kann das sein? Schnurze. KP, Attack, Defense. Oh mein Gott. 15. Oh mein Shiny Gott. 100er Kyoge, lucky. Grüße gehen raus an Hannover. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Bielefeld. Ja, Bielefeld gibt's. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Düsseldorf. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Bonn. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Frankfurt. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Karlsruhe. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Stuttgart. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier aus Ulm. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier? Es ist Freitag aus Dortmund. Ich habe heute mein Ticket auf zum Go-Fest. Da ist er. Da ist er. 100%. Haha. IV-Check. Bester Satz. KP, Angriff, Defense. 15. Da ist er! Alter, der hat mich echt leiden lassen. Drittletzter Ball. Ich zittere ein wenig. 100% Piker gefangen. Ich habe ausgemacht, dass ich jetzt mit ihm tausche. Erster Ball drin. 100% Cresselia. Wow. Was hat 100%? 33. Genau. Ich habe 2 100er Latios gefangen. Alter, echt krasse Sache. An einem Tag auf einer Tour. Fuck. Digga, der Kerl sieht aus wie Marcel Scorpion. Leute, falls ihr aus München oder Umgebung seid, würde ich jetzt schnell mal zum Marienplatz zum Münzinger kommen. Glückstausch mit Mugat. Mein erster Lucky-Freund damals. Er möchte haben Giratina Urform. Der ohne Beine, gell? Genau. Und was ist denn nie so?
Das andere nicht die ist. Was? Den anderen. Wovor hast du gesagt, Mann? Nein, Mann, den... Oh, Mann. Ich hab grad gefragt, mit beiden oder ohne. Egal. Die war genau bei mir zu Hause. Und seitdem... Nein, warte mal. 87, 100% Cognodon, live. Digga, laber nicht, Mann. Erste Quest, 100er Cognodon. Andere scheine Chance ist erstmal hier. Und? Oh mein Gott. Nicht dein Ernst? Ja. War geil. Oh mein Gott. Soll ich drücken? Nein! 99! Die Account! Genau der richtige! Erster Ball drin. 100% Deoxys. Oh hey da, was geht ab, Leute? Hong hier mit Dimi am Start und der Kollegin. Wir sind hier bei einer kleinen, ja, ich würde sagen, Premiere von diesem Spiel. Zudem gibt es auch einen Film. Ja, da wurden wir jetzt eingeladen. Mal schauen, was so abgehen wird. Ich bin gespannt. Heute stellen wir euch das begleitende Videospiel vor für PC, PS4 und Switch. Oh mein Gott, Leute, 544! Der kann zwar nicht fliehen, aber trotzdem, goldene Berge. Einfach so. Direkt in die Vollen, sagt der Kollege. So soll's sein. Ups, warte, das ist bei weitem nicht mein ältestes. Also erstmal Shoutout und Grüße an den Kollegen hier. Der kriegt jetzt meinen. Erstes Dragoran. Oha. Was ist das? Seht ihr, 31.08.2016. 75% plus Eventbonus. Wenn der es nicht wird, weiß ich auch nicht. Ich drück dir alle Daumen. Danke. Herz schlägt schon ein bisschen. Da ist er! Das hat sich gelohnt. Okay, so ganz kurz so vor Ende. Relativ noch 19 Minuten. Wir haben einen bekommen, Leute. Wir haben einen bekommen. Du schüttelst halt einfach dein Handy. Versuchst da halt irgendwie Bewegung und Geschüttel reinzubekommen. Ich glaube, da muss jeder seine eigene Technik entwickeln. FLW Videos hat zum Beispiel eine verrückte Technik. Da steckt er sein Handy in eine Socke und dann lässt er es irgendwie so auf und ab wippen. Ist Pokémon Go Zeitverschwendung? An sich, ja, ist es. Kann man nicht anders sagen, aber an sich ist jedes Spiel Zeitverschwendung. Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist: Ist es schlimm? Und die Antwort ist nein. Verschwende deine Zeit doch so, wie du willst. Ob du jetzt skaten gehst, sorry, ich mobile voll die Skater. Oder ob du jetzt zeichnest. Oder ob du jetzt Pokémon Go zockst. Wen juckt's? Mach das, was du willst. Solange du die Zeit dafür hast, solange du nicht die wichtigen Sachen im Leben vernachlässigst, zock doch so viel du willst und so viel wie du kannst. Es sei denn, du bist irgendwie auserwählt, die Welt zu retten vor Krebs oder AIDS oder so, dann kümmere dich lieber darum, als Pokémon Go zu zocken. Aber für den Rest von uns, mit der Zeit, die wir da verschwenden, hätten wir eh nichts Besseres gemacht, seien wir ehrlich.